Moin Leute und willkommen zu meinem nächsten Smash Tutorial hier bei mir von mir. Oh, meine Stimme heute. Tut mir leid. Heute geht es um Ganondorf. Ja, den hatte ich in Smash 4 schon. War glaube ich mein letztes Tutorial. Aber ja. Er hat sich etwas verbessert und ja, schauen wir uns ihn nochmal an. Mein Deutsch ist halt wieder richtig genial. Ja, er hat sich nicht viel verändert, aber egal. Ich habe vorher von allen Kämpfern irgendwann mal ein Tutorial zu machen. Deswegen. Ist ja auch dran, ne? Ich mag Ganondorf, ich spiele sehr gern. Ja. Das ist ja. Von außen hat es verändert, das ist halt Ocarina of Time gern, ne? Ist immer noch ziemlich langsam, ein bisschen schneller ist er geworden. Was halt auffällt, seine Attacken haben alle gar keinen Lag, ne? Also, wenn ihr mal seht, hier die Fair, die war ja in Smash 4 schrecklich schlecht. Und die hat die einfach kaum Lag, ne? Stärker ist er auch, kommt schneller raus. Komm, schauen wir uns ran, ne? Viel besser, der Typ. Ist auch nicht perfekt, ne? Sein Recovery ist immer noch die gleiche. Aber ja. Gut, Sidechap. Ja, ist der hier. Hat ein bisschen mehr Knockback, habe ich das Gefühl. Ist eigentlich relativ gleich geblieben. Macht etwas mehr Schaden. Ja, ein bisschen mehr. Und killt etwas früher. Sagt mein Knockback. Aber ist eigentlich relativ gleich geblieben. Er kommt einfach schneller raus, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist kein guter Kill-Move, aber er kann killen. Er kann killen, wenn er will. Heute will er mal nicht. Heute Tag sagt, ich mache mal Mittagspause. Ja, hier so. Da killt schon. Ja, bei Gen killt alles. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Er kommt halt ziemlich schnell raus. Relativ. Nicht so schnell, aber. Ja. Ist ganz gut. Den Gegner wegzuschubsen. Ja, wegzuschubsen, ja. Zum Mobben. So, ja. Bei der Chap. Kommen wir zum F-Zilt. Der ist auch stärker geworden. Schneller jetzt nicht unbedingt, aber das ist der, ja. Der geht gut. Hat das Smash 4 aber auch schon, bin ich der Meinung. Ja. 100% Gegner weg. 100% Gegner weg, ja. Ja. Ja, was kann man damit schon so machen? Kombos irgendwie. Ich denke nicht. Können wir was probieren mal. Zwar. Das wollte ich nicht. Ich bin nicht weitergelaufen. So. Na, ist gut nicht. Jetzt zum Killen da auf jeden Fall. Er ist normal schnell, ja. Aber wie war gut. Der F-Tilt. So stark wie von Pichu. Ja, gesagt, ist der F-Tilt von Pichu so stark wie von Ganondorf. Weil es ist komisch, dass Pichus Ding so stark ist, aber egal. Ja. Und der schleudert halt einen ekligen Winkel runter, ne? Also. Und der Gegner mit der schlechten Recovery, die haben da Probleme. Wird schon killen? Na, ja, nicht. Okay, Falken tut sich schon schwer, seht ihr. Er kommt hoch. Er tut sich auch schon schwer. Ekliger Winkel. So, kommen wir zum Up-Tilt. Ja, das ist der. Der war zum Beispiel noch schlechter. Ihr wisst, der hat noch länger aufgeladen, hat manchmal aus Versehen gemacht, ne? Klar, hat gekillt, aber ja. Killen tut er immer noch. Er ist auch schneller geworden, seht ihr? Ist immer noch schlecht. Killen tut er ein bisschen später, aber. Und zwar. Er tut killen aber nicht so früh. 50-60% hier bei Heavy Rates. Ja. Ob man 50% schon killen, kann ich mal gucken. Ja, ungefähr so. Aber man kann im Großen und Ganzen sagen, dass es viel besser geworden ist. Ja, geht auch schon. Meiner Meinung ist, Mensch, hier hat er früher gekillt, aber das ist ja eigentlich auch egal. Hat er kaum getroffen. Hier trifft er auch kaum, aber ihr könnt zum Beispiel. Wenn der Gegner jetzt gerade hochkommen will, ne? Könnt ihr das machen. Weil ja. Kommt er da nicht vorbei. Kommt schon vorbei. Das war einfach nicht so einfach zum Hochkommen. Ja. Aber gut ist immer noch nicht. Nee. Also nicht so oft spammen, Leute. Der Downtilt, das ist der hier. Ist auch gut. Der war zum Beispiel auch schon gut, finde ich. Aber. Ich weiß nicht.
An dem hat sich auch nicht viel verändert. Dem hat sich eigentlich gar nichts verändert, oder? Mal kurz, muss mein Mikro höher machen. Das ist mir zu weit unten, sonst kann ich nichts. Muss ich einen Buckel machen. Etwas stärker bin ich der Meinung, ja, ja. Aber geht. Gibt halt die Kombo, ne? Seit B. Und da unten, das klappt jetzt halt immer. Das ist jetzt nicht so wie in Smash 4. Dass es nur manchmal geht? Nein, es geht immer. Außer der Gegner taggt. Aber es ist nicht irgendwie verbuggt, dass der Gegner gar nicht drauf wird. Ja, was kann man mit dem machen? Ja, ich habe damit jetzt noch nie irgendwelche Kombos hingekriegt. Jetzt aus dieses Side-Beating, aber nach. Und Downtilt, okay, das vielleicht. Offstage, ja. Jetzt Offstage, Downtilt, dann fair. Das geht vielleicht, ja. Mal kurz probieren. Das geht sogar. Der Gegner hat nicht erst die Eide oder so. Na schon. Ist nicht so gut zum Kabul. So. Kommt zum Smash. Attacken, 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 Attacken. Die sind auch wieder besser geworden für Gandalf auf jeden Fall, ey. Ja. Zum F-Smash, ey. Er war in Smash wieder schrecklich. Kaum Range. Total viel Lag. Total dumm. Klar, früh gekillt hat er auch. Ja, jetzt gebt euch mal diesen F-Smash. Denkt dran, das ist ein Heavy Raid, ne? Bei Mittelschweren, da sterben sie noch früher. 40% weg. Normal aufgeladen. Ich lade überhaupt nicht auf. Ganz normal. 28% Schaden. Vielleicht auch hier schon killen. 38. Nicht ganz. Aber echt, also. Er hat kaum Lag, er hat Range. Er ist schnell ist er nicht, er ist relativ langsam. Es geht. Aber. Muss schon sagen. Er ist schon echt gut. Auch nicht Spam, Leute. Also, der hat Lag. Man kann ihn punishen. Ja. Ein bisschen später wieder laufen. Aber. Trotzdem sehr gut. Ich finde es der beste Smash von Gen. Ich bin der stärkste. Die Range kann ich auch kurz präsentieren. 39%. Ja, bei Bowser oder so, heavy, mega heavy Rate, wahrscheinlich 50%, 60%, 50% glaube ich. Geht war echt gut. Und ja, und wenn der Gegner der Ledge hängt, ging das auch manchmal. Geht das auch manchmal, wenn er halt so lange der Ledge hängen bleibt, ne? Könnte das auch machen. Ja, der Trainingsgegner macht das nicht für uns. Echt nicht. Aber ja. Kommen wir zum Upsmash. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Der besser geworden ist oder schlechter. Smash 4 war ja auch sehr gut, der Upsmash. Gar kein Lag, killt früh. Mega schnell. Hier hat er halt eine bessere Range, ne? Ich seh's. Das wollte ich nicht. Hab's dir eigentlich nach oben gedrückt. Seht, ne? Ja. Schon ziemlich gut. Lag hat er hat kaum Lag. Ein bisschen Lag hat er. Aber ja. Es ist, nicht so tragisch. Killing tut er bei 85% bei High Rates. Oh, doch, noch nicht. Ups. Das klang jetzt so sicher von mir so. Das killt bei 85% bei Heavy Rates. Oh, doch nicht. Ne, bei 90%, ja. Ja. Ist auch gut. Also, ich finde ihn jetzt nicht schlechter. Vielleicht etwas schlechter, aber ist immer noch gut. Auf jeden Fall. Ja. Das ist echt gut. Das ist halt der bessere Upsmash von Ike, ne? Ja. Der Down-Smash ist der hier. Wendet. Weiß nicht, ob der schon killt. Oh, so, ne? Ja. Das ist finde ich, der schnellste F-Smash. Schnellste Smash-Angriff. Kommt fast sofort raus. Killt am spätesten, aber das ist ja nicht schlimm. Geht trotzdem früh genug. So, ja, killt schon. Klar. Ist halt schnell und das wie zum Beispiel, dass er halt auch schon. Eine Seite geht nicht, die andere. Immer noch ziemlich gut auf jeden Fall. Das Beispiel war auch nicht so gut. War auch nicht so gut, ne? So, wird auch schon killen. Oh, oh doch, ja. Nice. Auf jeden. Ja. Was man auch machen kann, wenn der Gegner aus der Side B raustaggt, ne? Könnt ihr nicht so machen, sondern ihr müsst einfach Down Smash machen. Das geht manchmal sogar. Ne? Das wollte ich nicht. Ich brauche manchmal eine Zeit lang, um da rauszutacken und dann trifft es zweite davon. Das ist echt gut. Kommen wir zu den Evils.
Machen wir gleich mal die näher, wenn ich die, hier so schön spamme. Ist die hier? Auch besser geworden. Die waren zum Beispiel auch richtig nice. Und sie noch besser. Sau schnell, hat gar kein Lag. Killt früh. Und mit Short Tops könnte das richtig gut. Da richtig gut reinkriegen auf jeden Fall. Die ist echt, echt geil. Und die Range natürlich auch. Bombe. Bomb. Muss halt ein bisschen üben, den da wirklich reinzubewegen. Aber ihr seht. Ordentlich Knockback. Es ist wirklich. Also, es ist nicht die Evil, die von ihm am frühesten killt, aber echt. Das ist so schnell. Das sind halt zwei Hits. Macht halt gut Schaden, ne? Ja, jede Evil von Gendorf macht über 20%, ne? Ein Hit 9%. Mal gleich sehen, wie viel es macht. Ah, ich treffe es auch nicht immer, ne? Ich treffe es auch nicht immer. Ja. Auch gut, ey. 21% so. Finde ich das sehr gut. Was man damit machen kann. Ja, wie gesagt, Short Tops könnt ihr damit machen. Short Tops näher. Also kleine Sprünge halt. Dann noch vielleicht Fast Fall. Das wollte ich nicht. Und ja. Auch immer nur einen Hit trifft, ne? Ist trotzdem stark. Wenn der jetzt so schnell ist. Wenn der Gegner irgendwie was auflädt oder keine Ahnung, streffen will, einen Short-Top machen. Ja. Gegner ist weg. Oder. Auf jeden Fall aufgehalten. Muss schon sagen. Was ist der? Oh Gott. True Combo Kappa. Nicht Spaß. Ja. Wir haben zu viel Zeit, 11 Minuten schon. Kommen wir zur Fair. Die ist besser geworden, wie ich schon gesagt habe, ne? Kommt viel schneller raus, ist stärker. Gar kein Lag. Nicht die beste Level von ihm auf jeden Fall nicht. Aber echt gut. Okay, ich zeige, wann die killt, und zwar ungefähr bei. Was ist dumm? 76% auf Stage natürlich. Ja. Da ist es. Da ist es. Ja, ist halt sehr langsam. Oder immer noch etwas langsamer. Als zum Beispiel die Becke oder so. Aber ich finde sie trotzdem ziemlich gut. Was ich auch mache und killen. Tut es bei 80% oder 85% sowas. Halt jetzt. Man lädt schon nicht auf Stage. Ja. Und die haut schon ordentlich rein, ja. Auf jeden Fall. Was damit machen, ja, das zeige ich euch bei den Krabs dann, ne? Ha. Der war gut, Trainingsgegner. Wunderbar, ne? Das war echt wunderbar. Hm. Weil der so schnell ist, könnt ihr auch mit der einfach landen. Die Gegner es mal nicht sieht oder so, dass sie die auflegt. Halt. Ah, das ist irgendwie nicht getroffen, war. Ist zu langsam. Im 100 gehen mit der landen. Habe ich öfters hinbekommen. Das ist, ich halt nicht merke und dann nicht schielen. Das ist halt weg, ne? So ist's. So. Kommen wir zur Becke, wenn ich schon über die gesprochen habe, ne? Das ist die hier. Kennen wir, die waren zum Beispiel auch schon ziemlich gut. Gilt noch früher als die Fair, warum auch immer. Ist schneller. Und sieht eigentlich viel schwächer aus, aber viel, viel früher. Ja, 80%. Geil, ne? Ja, 75 teilweise auch schon. Ja. Die ist echt geil. Die ist echt genial. Echt geil. Echt geil. Hm. Der ist sehr schnell, ist auch gar kein Lag. Also, ist noch weniger Lag als die. Fair, obwohl. Das hat weniger Lag. Aber beides ungefähr. Gleich wenig. Könntest du das immer noch so machen wie zum Beispiel hier, ne? Short Tops theoretisch. Hm. Geht immer noch. Hat runterkommen. Das ging Melee immer so gut. Kennt ihr was ein bisschen wie Melee, deswegen will ich kurz das probieren. So macht. Ah, das ist nicht wie Melee, ne? Das ist dann so eine gute Hitbox hat. Ne. Auch eine gute Range, echt. Nicht gut. Damit machen kann, zeige ich euch bei den Krabs. Ich glaube, der kann man gar nicht richtig viel anstellen. Ich habe Short Tops auch.
geht. Das ist genial. Das ist echt stärker. Ich weiß nicht, ob die in Smash 4 auch schon stärker war. Als hier. Besser schon, aber ob sie früher gekillt hat, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Komm ich so down, ja, das ist die hier. Die ist auch besser geworden. Auch wie immer. Gar kein Lag. Etwas Lag, ja, etwas. Und killt früher. Wie ist die Meinung? 125 bei Heavy Weights, nein, störbar. Ich dachte mit dem Joystick von Pro Controller war anders hinkommen. Ich da keine Mitputz mache, ein bisschen putz mache, weil Smash ist echt verwunderlich. Oh, das war da Down Smash. Ja. Hitbox ist auch. Ich glaube, die waren zum Beispiel auch schon so, dass ihr, wenn ihr nicht, die Gegner nicht ganz trefft, ihr trefft ihn irgendwie trotzdem. Ja. Aber ist echt gut. Könnt ihr halt zum Spike benutzen, ne? Wie gesagt, eine gute Hitbox. Und spiket sehr schnell. Wenn ihr Gegner damit trifft. Müsst ihr halt doch. Ist gar nicht mehr so einfach. Ist oft echt eine gute Option. Wo ist hier der Fall? So. Fliegt doch nicht so dumm runter, fällt. Ja, ist gerade nicht hin. Ich mach das auch selten mit Gen, muss ich sagen, aber es ist eigentlich echt gut. Besser als bei 4, das Balken. Ja. Bei 70% locker schon. Schneller ist er etwas. Aber nicht arg schneller. Immer noch etwas langsam, ja. Startup Boxer. Aber nicht so langsam wie Nessa in der Down, ja. Das auf jeden Fall nicht, also. So langsam ist kein. Yes! No! Gut, dann kommen wir zur Abwehr. Das ist die hier. Ich habe Schaden eingefroren, wollte ich nicht. Ist auch besser geworden. Killt auch schneller, was. Alles killt von Gen schneller. Und auch gar kein Lag. Ja. Ich glaube, das zeigt mich als Killt. Macht, Abflur bei 80% ungefähr. Nee, das ist. Bei Gen hat ja auch so ein. Kann man sagen, bei manchen Attacken. Oder auf jeden Fall bei der Abwehr hat er so einen Tipper. Wenn ihr halt. Weiter. Von weiterer Entfernung trefft, dann ist sie halt mega schwach. Ihr müsst halt ganz nah treffen. Bis dann. Das kommt die wahre Stärke zum Vorschein. Ja, geht bei 95 runter zu hier. Wenn ihr das hier macht. Ich sag, müsst ihr halt den Gegner wirklich treffen. Gendorf und Range? Nee. Nee, sorry. Das geht nicht. Das ging noch nie. Ja. Eine Sache, was man machen kann, wenn der Gegner Offstage ist, ist einfach Abwehr machen. Nicht irgendwie fair oder so, nein. Die fährt nur einen Hitbox nach vorne. Und ist etwas risky. Und Abwehr. Seht ihr? Der Offstage ist richtig gut. Wir müssen nicht immer spiken. Das ist halt viel besser. Ja, seht ihr? Das killt halt mega früh. Das ist Gendorf, das ist nichts Besonderes. Aber ja. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das so macht. Würde ich euch empfehlen. Spiken wirklich nur ab und zu mal. Aber nicht so oft, weil. Trifft dann nicht immer. So risky ist es auch nicht, wenn ihr mal einen Spike nicht trifft, aber trotzdem. Echt eine gute Option hier mit der Abwehr da. Auf Stage zu gehen. Das ist echt gut, ja. So. Kommen wir zu seinen Specials. Ja, einmal der Warlock Punch, den kennen wir schon. Ich zeige mich einmal. Wer kennt ihn nicht? Kennt jeder. Viel schon fast. Er ist stärker geworden. Klar, also. Ist immer noch die schlechteste Attacke von ihm. Also wirklich. Mega langsam. Total predictable. Kann man kontern. Also. Ja, wenn ihr damit trifft, ne? Das killt mega früh. Seht ihr? Tot. 80% weg. Ein Heavy Raid. Aber trotzdem. Wenn ihr da mal damit jemanden wirklich trifft. Ist echt Respekt. Und ihr könnt sie damit rumdrehen, dann ist sie noch stärker. Dann killt sie bei 5%. Geil, ne? Aber es ist nicht OP. Nein. Bei 1%. Gucken wir es mal an. Ne, bei 0%. Ich glaube bei 0% noch nicht.
fast. Er 5% killt. Der Warlock Punch nach hinten. Ist aber nicht OP. Wir müssen Gegner damit treffen. Guck mal, wie langsam das ist. Jetzt lauf mal da rein, freiwillig. Er hat halt Super Armor. Das müsst ihr bedenken, wenn ihr gegen Genin spielt, ne? Oder wenn ihr halt mit Genin spielt. Kann man halt nicht verhindern. Meistens, manchmal. Ja. So ist das. Und sie hat natürlich auch Lag. Aber weniger Lag. Etwas weniger. Aber, ja. Immer noch ziemlich useless. Kann man schon nutzen, aber ja, immer noch schlecht. Ich glaube, zur Zeit Beat ist besser geworden. Oder sag mal die Kombos damit. Einer könnt ihr machen, wie ich schon gezeigt habe, ne? Genau. Side B Down Tilt. Das ging jetzt manchmal nicht immer. Weil Gen halt scheiße war. Es ging nur bei manchen Charakteren, bei manchen ging das Bein einfach nur durch. Einfach so. Einfach. Das Bein ging einfach so durch. Warum auch nicht? Geil, ne? Und ja, das ist eine True Combo, die trifft immer, wenn der Gegner halt nicht taggt, ne? Sonst ist echt gut eigentlich. Fand ich ja richtig schlecht. Das war schwer, die Attacke, weil es hat einfach kaum was gebracht. Also, es war ziemlich useless bei vielen Charakteren. Ich könnte da. Was könnte ich da machen? Nicht viele. Deswegen. Vielleicht könnt ihr auch noch eine Combo rauskriegen nach dem Downfall, warte mal. Genau, noch eine Fair. Das kann man machen offstage. Bei Low Prozent, bei den Prozenten gab es das sicher. Nee, da klappt es nicht ganz. Komisch, wenn. Aber ja, es klappt. Man kann immer noch andere Sachen machen, und zwar. Seit B, F-Tilt. Ist aber etwas langsamer, bin ich der Meinung. Ja. Es geht. Aber ist auch eigentlich true. Und ja. Kann auch killen. Doppelt killt beides. Aber F-Tilt gilt früher halt. Das geht auch. Das mache ich zu selten. Muss ich öfters machen. Würde jetzt zum Beispiel schon killen. Das war jetzt dumm. Dann, wenn die Kombo bei 110% macht, dann passt es. So. Ja. Das war's, das war's. Ja. Was könnt ihr noch damit machen? Mal gucken. Was ihr nicht machen solltet. Was viele machen, ist aber nicht gut. Side B, F-Smash. Ja, so schnell ist der F-Smash auch nicht. Da kann der Gegner locker wieder rausrollen. Und dann werdet ihr gepunished. Könnt ihr ab und zu mal machen, aber würde ich euch echt nicht empfehlen. Weil so schnell ist er nicht. Was ist schneller? Warte, nein, das wollte ich nicht. Was ist schneller, das hier? Oder das hier? Komisch. Nee, also. Nicht ein F-Smash zu empfehlen. Danach. Auf jeden Fall nicht die ganze Zeit. Gut. Mit Luft könnt ihr es natürlich auch machen, die Side B. Ja. Da könnt ihr aber nicht kein Downhill oder so machen. Geht nicht, ne? Wartet. So. Ja, seht ihr. Was ihr auch nicht mehr machen könnt, und zwar, wenn ihr die Side B an Ledge macht, ne? Da stirbt Gandalf zuerst. Meistens. Das war ziemlich viel ganz anders. Schon Team 3, das ist sogar noch. Und man kann sogar hochkommen. Ja, warum? Regensgegner. Ja, eigentlich stirbt da jetzt gerne zuerst das Bier wie bei Bowser halt. Ja. Deswegen würde ich das auch nicht mehr machen. Manche wissen, denken, es geht noch, aber dann geht's doch nicht. Außer halt, ihr habt zwei Leben und der andere hat nur ein Leben, dann geht's natürlich. Dann geht's natürlich. So. Kommen wir zu der Down B. Die ist auch besser geworden, aber immer noch sehr schlecht. Oder immer noch nicht so gut. Seht, sie hat immer noch viel Leck. Die Hitbox ist etwas größer geworden, bin ich der Meinung. Ja, aber immer noch sehr viel Leck. Killt auch nicht nach unten. Das bringt gar nichts, wenn ihr es so macht. Das ist total schlecht. Es killt nur, wenn ich es an Ledge mache. Oder wenn da. Nee, am Boden macht man ja nicht. So? Nein, nicht zoomen. Das wollte ich nicht. Das verwirrt mich. Normal. So killt die.
Nicht so früh, 190%, 190%, ja. Oder? Mal probieren, ich denke schon. Oh, 100%. Aber auch nicht so gut. Hat aber nicht viel Lag am Boden, ne? Das seht ihr. Es geht. Ja. Gut. Boah, ein Rücken tut weh, sorry. Scannendorf. Schlumpfendorf. Ja. Das kann mit der Schutze machen eigentlich nicht viel. Finde ich jetzt. Nee. Ist nicht so gut. Kommt zur Abi. Das ist die hier. Die Recovery ist wie gesagt immer noch total schlecht. Ja, hier. In Gendorf kennen wir. Was mein Spiel, dass die nicht so gut war, das war jetzt die falsche Richtung. Aber wenn ihr gegen irgendeinen Char spielt, der gut Ledge kann, Ridley, Pummelhof oder so, dann habt ihr echt Probleme. Weil. Wenn man weit weggesteuert wird, ne? Geht nicht mehr hoch. Nee, geht nicht. Ohne Double Jump. Muss man echt aufpassen, als. Kavi ist immer noch richtig schlecht. Nicht die schlechteste im Spiel, also sie geht. Die von Simon ist schlimmer. Aber Simon hat die Kette. Aber ja. Kommt immer noch hier ein bisschen hoch. Damit es die richtige Richtung macht. Aber nicht so gut. Die kann aber dafür killen. Zum Beispiel hier ein Ledge so. Ja. Und auch bei 190% so. Jetzt schon killen. Zuerst hier die gar nicht gekillt hat, die. Gar nichts gemacht. Also killen ist sie nicht da. Nee. Was mit Recovern? Recovern ist sie. Ja. Ganz in Ordnung, die Recovery, finde ich. Ich finde sie jetzt nicht brutal schlecht, aber auch nicht brutal gut. Kommen wir zu den Crabs. Einmal der Abflur. Das ist der hier, der ist eigentlich immer noch ziemlich gleich geblieben. Kombot. Ja, ja. Haben wir auch am Anfang gesehen von Tutorial, dass. Das ist eine gute Abwehr-Kombo und das killt dann auch. So bei dem Prozent. Wenn der Gegner nicht weg ist, die halt natürlich. Das ist. Gilt natürlich zu beachten. Mhm. Killen tut er nicht. Also ohne Abwehr. Killt nicht an sich. Nö. Ich denke nur mit der Abwehr mehr kann man das eigentlich nicht machen. Vielleicht bei Low-Prozenten kann man so machen. Ja, war nicht so gut. Ja, dann will ich doch erst abwärts zentieren. Aber als anderes geht halt doch nicht. Gut, ja. Der Forward Floor. Finde ich gar nicht mal so schlecht in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Kann ich zeigen, warum? So gut ist er auch nicht, aber er gilt. Jetzt bei Heavyweight sehr spät, oh, 155. Aber ja. Er killt irgendwann mal, ne? 155, Heavyweight, ne? Das ging, glaube ich, in Smash 4 nicht, dass er killt. Und das kann man mit dem Schutz auch anstellen. Nicht viel. Wir können machen F-Floor und dann halt. Ja. Dann ab, ja, das geht, das geht. Das habe ich ja vorher schon gezeigt, das ist gut. Ja, da geht's zwar als dumm. Man muss sich ein bisschen trauen in den Double Jump klauen. Racen. So, hier. Ja, das ist immer noch gut. Das hat eine gute Range. Von ihm. Aber so gut ist auch nicht. Der Floor. Killt halt irgendwann, ja. Wie gesagt, aber schon. Jedes. Ja, der Backfloor hat auch gekillt. In Smash 4, aber jetzt killt er so gut wie gar nicht mehr. Leider. Captain Felgen, bitte. Geht doch nach vorne, hallo. Kannst bitte nach vorne gehen. Dankeschön. Ja. Kann schon sagen. Ist gut, zwar jetzt nicht ganz an Ledge, aber ihr seht. Kaum Knockback und. Ja. Zum Killen ist ja echt nicht mehr gedacht, weil wenn sie bei 160% nicht killt. Ja. Ah, okay, killt auch. Der killt auch sogar früher. Dann habe ich irgendwas verpasst. Ich habe gegen Bowser gespielt. Mega heavy build. Die Grab Range von Gendorf ist so schrecklich. Und auch gilt auch schon 150 so. Na gut. Ist immer noch relativ gut, aber nicht, auch nicht super gut. Ich könnte bei Low Prozent machen mit der. Das sieht Felgen wieder da. Direkt der Ledge. Ich könnte da kurz. Haltet. Dankeschön. Jetzt reicht's.
Könnte vielleicht noch. Na, das klappt nicht so gut. Nee. Laubwurzeln könnte ich vielleicht machen. Ich denke auch nicht so gut. Enderscraps sind immer noch nicht so gut. Also. Ist immer noch relativ. Naja, mittelmäßig, sag ich mal. Schlecht sind sie nicht. Aber mittelmäßig. Na, eine Wecke daraus kriegen ist schwer. Das ist nicht so gut. Das kommt auf jeden Fall nicht. Kommen wir zum Downfloor, das war für mich der beste Crab in Smash 4. Ja. Der Combo in. Also Killenshot schon mal nicht. Der Combo in den Dash Attack bei niedrigen Prozenten. Seht ihr, fliegt das so rein, ne? Tja. Wenn ich jetzt die Eide da springt, fällt der da halt rein. Das sind dahinter, glaube ich, aber. Nichtsdestotrotz. Ist ja nicht so gut hier. Bei höheren Prozenten können wir mal gucken. Boah. Vielleicht eine Fair rauskriegen. Vielleicht kann man da eine Fair rauskriegen, wenn man es gut macht. Mal gucken. Ich denke auch nicht. Nee. Also, ja. Also, ja. Ein Dash Attack geht, aber halt über niedrige Prozenten. Jetzt geht es zum Beispiel nicht mehr. Ja, es war auf Stage. So nicht, ne? Oder? Ne, da wird der Gegner schon längst wieder springen oder so. Das klappt nicht. Viel unterwegs, sag auch nicht, ja. So. Ja, kann man dazu nicht sagen, ja. So gut ist er halt echt nicht. Das seine Crabs, meine ich. Nicht so. Ach, seine Dash Attack habe ich ganz vergessen, ne? Ganz vergessen. Ja, das ist die hier, ne? Das ist eigentlich wie in Smash 4. Killt halt früher. Obwohl nicht arg früher. In Smash 4 hat es ja auch schon bei 120 so gekillt. Ja. Geht ja auch schon gut. Hm. Ist schnell, hat kaum Lag. Ist echt gut. Ja, geht mir nicht ganz. Na, schon ziemlich gut. Dash Attack. Der Gegner nicht aufpasst, kann die halt schneller killen. Ne? Ein bisschen der Katze. Aber hat es in Smash 4 auch schon. Also ihr merkt, ne, was haltet ihr von Gendorf? Ich finde ihn auf jeden Fall besser. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt's in die Kommentare. Nun, das war mir auch klar. Ja. Hab ich was vergessen? Ich denke mal nicht. Gut. Dann machen wir zu zwei vor Glory Matches. Wie lange ist denn das Video schon? Oh ja, geht ja noch. Nur das ist so toll wie das 32 Minuten. Jetzt noch zwei vor Glory Matches. Da war's das. Mal gucken, im Pflanzentutorial hatte ich sehr gute Gegner. Gucken, was ich hier für Gegner habe. Ich glaube, ich habe relativ viele Punkte. Bei Elite Smash halt. Mal gucken. Ja, geht. Geht so. Da komm, es ist Gendorf. Wäre es nur fair, wenn schlechte Leute kommen. Was soll ich mit denen denn machen, bitteschön? Geht nicht. Nee, geht nicht. Verbindungsfehler? Nee. Das war zum Spiel mal der Fall, ne? Hab ich hier dann doch nicht mehr. Zum Glück. Obwohl. Das Mensch hat die besten Server. Hey, es klingt doch voll gut. Ja. Bitte so was. Landkabel ist drin bei mir. Geht's? Nein. Dankeschön, Nintendo. Das ist bei Smash VR die ganze Zeit passiert. Ja, schön. Ach ja. Smash-Server werden halt nicht gut sein. Warum auch? Warum auch gute Server, ne? Braucht man doch nicht. Nintendo doch nicht. Lieber alles Geld in eine Handy-App investieren. Aber mehr nicht, ne? Direkt ein Gegner wenigstens, ist gut. Sky hier oben noch ein bisschen, ne? Oh ja, nun ja. Oh je. Das hatten wir doch schon. Wo kommt die Pflanze jetzt schon wieder? Folgt mich.
Guck mal, ob der was drauf hat. Das Matchup kenne ich nicht. Hab selten gespielt. Ah. Mann, ey. Ich glaube, es ist auch für die Pflanze. Obwohl. Die Pflanze sieht schneller aus, aber eigentlich ist sie richtig langsam. Oh je. Oh je, oh je. Oh, nicht, ne? Das ist Giftrauch, ey. Ohne Witz. Boah, sie kann sich doch recovern. Krass. Ach, die Pflanze. Irgendwie witzig, irgendwie witzig. Die Giftfolge, da kommt sie. Ich bleib da nicht drin, ne? Nicht die ganze Zeit. Wie ist der Cloud da? Mein Pflanzenzuschauer wieder die ganze Zeit wartet da drin. Okay, konnte doch nichts dafür, weil er hat Attacken gemacht, die halt mega lang dauern. Deswegen. Die mega lang draußen bleiben. Ne? Nun ja! Alter. Oh. Warum übersehe ich das dauernd, dass Gegner das machen? Hätte ich nichts mehr machen können. Mit Erdrutsch wäre ich tot gewesen. Weil. Zu viel Lag, ne? Geht nicht. Die Pflanze ist nicht so schlecht, also. Spielt es nicht so. Grauenhaft. Was ist drin hier? Will diese Pflanze besiegen? Und da war's. Nun ja! Alter. Ja. Erster Kampf gewonnen, der zweite Kampf können wir verlieren. Letzten Video habe ich wieder meine Tradition gebrochen. Ich habe zwei Matches verloren. Aber keins gewonnen. Eigentlich mal ein gutes, ein schlechtes, aber hier nicht. In Ultimate nicht mehr, nein. Da auf jeden Fall nicht. Aber ja. Mal gucken, ob ein anderer kommt. Ja, sieht so aus. Kommt sie, jetzt kommt die Bayonetta. Gandalf gegen Bayonetta war immer ein wunderschönes Matchup. Smash 4. Das beste Matchup. 80-20. Für Gen. Och nee. Ja, Bowser ist genauso schlimm. Ich hasse Bowser. Nein. Weiß nicht, ob er ihn kann. Bowser muss man ja nicht können, ne? Das ist ja das Problem. 22%, ach ey. Side-Beaser. Da kommt doch. Problem bei Bowser ist, ne? Drei Treffer, tot. Drei Treffer, 50%. 50% killt schon bei Bowser. Ist wunderbar, ne? Killt mir noch nicht. Bowser ist mega heavyweight. Was erwartet man? Tot, ja. Ich glaube, das Matchup ist ja gar nicht mal so schlimm. Es geht sogar für Gandalf. Also ohne Witz. Gut. Überlebt sogar. Okay, das war dumm, ich hätte Erdrutsch sollen. Ach. Die Bäcker, die trifft nicht bei mir. Side B, ey. Mein Side B ist besser, sorry. Nun ja! Oh, Down B, beste Attacke von Bowser. Kappa, nicht. Natürlich nicht! Der arme Bowser. Sein Weltbild zerstört. Noch nicht, noch nicht. Wahrscheinlich gewinnt er auch noch, sag mal die Briefs. Kann er ja, er killt mich ja jetzt schon. Obwohl, ich bin Gendor. Ah, wohl. Doch ein F-Smash. Und tot. Habe ich durch die Lex schon gesehen. Immer der F-Smash. Irgendwie kill ich meistens mit dem F-Smash. Ich weiß nicht warum. Aber ist so, ist so. Wunderbar. GG ist ihr beiden. Steff. Vielleicht schauen sie doch zufällig das Video an und sehen sich selbst so. Boah, ich bin berühmt. Ich bin berühmt. Ich doch nicht. Ah doch. 73 Abonnenten, das ist schon ordentlich. Nein, Spaß. Okay. Ja, 40 Minuten, das ist ganz in Ordnung. Das ist normal eigentlich, die Länge.
Und die hat sich weitergeholfen, war jetzt nicht so, arg informativ, aber wie gesagt, nur Grundlagen. Das wird ausreichen. Leute! Dann noch frohes Smashen! Und... Ciao!